Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, ich reise weiter der Küste entlang, langsam Richtung Süden. Gehe dann noch zu einem Torbogen, der im Wasser steht. Und ja, dann geht's nach Gulmin und danach gleich nach Fask zu einer heißen Quelle. Dann wieder zurück nach Gulmin. Ja, also viel Spaß beim Schauen. Bis bald. Wir fahren wieder weiter. Nächsten schönen Platz hoffen wir. Die finde ich übrigens immer spontan, also selten habe ich da. Ich habe so viele Plätze und wenn man ein bisschen Offroad fährt, hat es immer schöne. Ja, das ist eine schöne Strecke, muss ich sagen. Aber ist geil, das sieht aus, ey. Wunderbar. Ey. Rechts das Meer, hier links die Wüste. Der Hammer. Ey. Man kann auch hier noch ein bisschen Sandfeeling haben. Oh, tiefe Spuren. Ich habe den Reifendruck ziemlich hoch. 4,5 hinten. Das merke ich natürlich. Aber es geht auch so. Ihr seht natürlich nur einen kleinen Ausschnitt, sonst wird es langweilig, kann ich die ganze Zeit alles filmen. 1 Grad, leicht bis mittel, es gibt Stellen, wo es mittel ist, aber das meiste ist einfach zu befahren. Hier ist wieder ein Sandfeld, es geht hoch. Hier eine kleine Wadiüberquerung, steil runter, da braucht es einen Böschungswinkel und dann wieder hoch. Nur nicht zu viel Gas, er spult jetzt, er muss ihm Zeit lassen. Also es geht auch mit hohem Reifendruck. Wie dahinter, seht ihr das? Das geht krass hoch. Mal schauen, ob ich da durchkomme. Also, das schauen wir uns zuerst zu Fuß an. Es ist vernünftiger, wenn wir da reinfahren und merken, keine Chance. Ist schon steil, mal schauen. Also, ich versuch's. Ich denke, es könnte gehen. Ich probier's. Ich habe jetzt den Reifendruck runter gemacht auf Sanddruck, weil es doch steil hochgeht. Man könnte hier auch links fahren, aber das wäre ja keine Herausforderung. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Sperren rein zu tun. Natürlich.
Ja, der Mario hat es gepackt, ist doch geil. Hey. Die Sperren hatte ich vergessen, deshalb habe ich kurz angehalten. Und dann bringt es nichts. Da wäre ich nicht hochgekommen, Sperren rein und dann langsam hoch wie ein Traktor hat er sich da hochgespult. Hey. Ich habe so Freude an diesem Vario. Super. Hey. Jetzt kommt der Nächste. Also, der hat den 3x3. So, jetzt kommt der Sprinter. Ich glaube, 4 Tonnen schwer. Kein Problem, das Gewicht macht es natürlich aus. Er dachte, ob er noch tiefer soll mit dem Reifendruck. Habe ich ihm gesagt, du probier, ich glaube, das reicht. Tipptopp. Ach, ist das schön. Da waren übrigens auch die ganz normalen Autos. Kleine, 1 Tonnen schwer. Die kommen da auch durch. Da sind gerade 2. Null Problemo. Jetzt wieder hoch. Mofas rechts, Autos links. Toll aus. Der Hambi vom Militär, der fährt hier immer wieder mal Patrouille. Die haben ja eine breite Spur wie LKW, ist Wahnsinn. Jetzt kommt eine Ente und überholt mich. Geil, das ist eine schön restaurierte Ente. Null Problemo, no 4x4. Da unten ist sie, die Ente. Ah, auf den habe ich noch gearbeitet, lange her. Jetzt geht es wieder etwas hoch, aber das wird der Ware schon packen. Mal schauen, ohne Sperren. So, jetzt ist es wie auf einem Schiff, hoch und runter und hoch und runter. Jetzt eröffnet sich ein schöner Ausblick hier. Wir müssen da runter. Mal schauen, was uns erwartet. Aber tolle Aussicht. Geht ziemlich steil runter, da mache ich einfach die Übersetzung rein. Und sonst habe ich nichts zu tun. Ein bisschen Gas geben. Ja, da hat es Wüstensand, dann hat es normalen Sand, also Strandsand, alles ist da. Jetzt mal ein bisschen schneller. Suchen wir uns jetzt ein Plätzchen. Also, wir haben unseren Platz gefunden und gleich mal Manschettenwechsel. Habe ich schon länger gesehen. Da mache ich jetzt meine super Lösung hin. Die habe ich extra in einem Video für 2 Euro eine andere Manschette. Für das muss man hier diese 2 Schrauben lösen, den Bolzen rausnehmen und dann kann man die Manschette eigentlich drüber ziehen. So sieht das dann aus. Wie gesagt, auf einem Video erkläre ich alles. 2 Euro kostet diese Manschette oder hat es mal gekostet. Und die hält auch extrem lang. Also für alle Vario-Fahrer ist das sicher eine gute Lösung. Neuer Platz übernachtet, oberhalb. Man kann da runterlaufen. Und es ist gerade bisschen Wellengang, ey. Macht einen riesen Lärm. Und wie überall auf dieser gut 30 Kilometer langen Piste sind da unten Häuser.
Ja, da unten überall Plastik, da hinten stehe ich übrigens. Überall Plastik. Und hier ganz viele runde Steine. Ich frage mich, wie die hierher gekommen sind. Speziell. Diese zwei Bergziegen, nee, da gehe ich nicht durch. Das ist zu gefährlich, aber für die kein Problem. Kein Problem! Da tobt das Meer! Geil! Raus aus diesem Sandgebiet, weiter südlich. Ich hatte jetzt da eine schöne Gemeinschaft, zwei Tage fast, mit diesem, ja, Iveco Track Persian. Aber ich fahre jetzt weiter, sie bleiben noch. Und damit wieder die Zivilisation nach guten 5. Jetzt war ich gerade unterwegs nach Gulmim und jetzt kamen zwei Hilferufe rein. Ja, jetzt fahre ich da mal zum Übernachtungsplatz. So, ich bin im neuen Platz angekommen und zwar gibt es hier einen Torbogen, eine Arch. Und da laufe ich jetzt hin, früh am Morgen, wenn die Touristen noch nicht da sind. Ja, dieses Teil macht wie ein Spagat in den Fluss, in das Meer hinein. Und ein ja, Riesenfelsen hier eigentlich. Und das Ding ist so hoch, da könnte ich sogar mit meinem Camper unten durchfahren, wenn man da überhaupt runterkommt. Da sind Quadfahrer immer wieder. Riesig. Jetzt noch von der anderen Seite. Ist gewaltig, gewaltige Felsen. Hier war auch ein Torbogen, aber der ist zusammengefallen, wie man auch sieht jetzt. Weg ist der. Oh je, ich glaube, der kann nicht mehr fliegen, der arme Kerl. Jetzt aber, wo die Touris sind, da sind die Hunde. Unterdessen bin ich in Gulmim. Ich gehe jetzt hier ein bisschen einkaufen. Auf dem Souk. Wunderbares Gemüse. Ja, die Angie ist auch dabei und hier gibt's Holzofen Rot. Da muss man warten, die kommen immer frisch raus. So sieht das dann aus, es ist sogar richtig heiß, kostet 30 Cent, sagenhaft. So rein, ich zeig dir schnell, der hat ja das Teil hier. Die haben das jetzt hier in Marokko revidiert, die Jungs.
Ölpumpe und da Elektrik, das war alles voll Öl. Ja. Und jetzt baut es dann wieder ein und dann hoffentlich läuft das Zeug. Hoffentlich läuft er. Das war der Mechaniker da. Jetzt hat es immer noch Öl. So, Gulmin, alles erledigt. Jetzt geht es zur heißen Quelle. Ich hoffe, die ist noch da. Es hat mal geheißen, hier läuft kein Wasser mehr. Durch diesen Morast hier. Es gab nämlich Regen letzter Zeit. Ja, ein bisschen Sumpf da. Der Weg hat sich stark verändert, ey. Wahnsinn, da. Vor ein paar Tagen war das hier noch ziemlich rutschig, jetzt noch halb. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich verfahren habe, ich habe jetzt einen riesen Bogen gemacht, aber ich bin eigentlich immer der Piste gefolgt, aber letztes Jahr ging die am Fluss entlang durch, aber jetzt sieht es hier richtig übel aus und sieht gar nicht gut aus. Vorne rechts sieht man das Dorf Fask. Ja, mal schauen, ob ich ans Ziel komme. Also die Piste ist richtig übel geworden, vielleicht habt ihr gerade gesehen. Immer wieder Stellen, die ausgewaschen sind. Und auch nicht mehr groß befahrbar. Vielleicht läuft die Quelle tatsächlich nicht mehr. Ich bin angekommen, wie es aussieht. Aber keiner mehr da. Entweder ist die Piste sacke schlecht zum Fahren. Wasser fließt noch. Das ist ja schon mal gut. Ja, Wasser hat es noch, das läuft, also sie läuft noch. Das ist die heiße Quelle da drüben. Da seht ihr sie. So, jetzt schauen wir uns das an. Im Lockdown war ich hier gefangen, 3 Wochen. Seht ihr auch auf YouTube, 2020 Marokko. Und das ist die heiße Quelle, da kommt aber bedeutend weniger Wasser raus, aber es kommt noch raus und früher gab es auch mehrere Bässe, ja, das ist jetzt langsam alles voll, niemand macht da was, aber ich bin alleine da, das erstaunt mich, vermutlich weil die Piste extrem scheiße jetzt ist. Ich bin da einen riesen Bogen gefahren, vielleicht kommt man nur noch so hierher, keine Ahnung. Oder dann, früher konnte man von da drüben, aber da geht es so steil unten, nur mit Geländewagen, ja. Ja, spannend, niemand hier. Wir waren Februar 2020, März, 10 Stück waren hier, LKWs, alles Mögliche und jetzt alle weg. Alle weg. Also die Geländefahrzeuge konnten früher da durchfahren, das ist vorbei, da ist jetzt ein Schlamm. So, wenn man Zeit hat, macht man Dinge, die man schon lang machen will. Ich bin meine Mikrowelle am Reparieren. Einerseits geht der Dampfgarer nicht, das hat mit dem zu tun. Die Pumpe habe ich zerlegt, frisch gemacht, jetzt habe ich es probiert, es geht. Pumpt wieder Wasser hoch, super. Und das andere ist, ich musste das Teil immer schlagen, damit es funktioniert. Und da muss ich, ja, keine Ahnung was das ist, mal diese Platine da zerlegen, rausnehmen, alle Stecker und so weiter. Einfach die Wackel, die Kontakte, alles gucken. Und dann hoffentlich geht's wieder, ohne zu hauen. So habe ich gerade das Element für die Heizwicklung, für den Dampfgarer noch zerlegt. Und reinige das, ihr seht, da tut es Kalk ablagern und alles Mögliche halt, was da drin ist im Wasser. So sieht es aus, wenn es gereinigt ist. Dichtung noch mit Vaseline da
schmiert, richtig vollgestopft. Da die Wicklung, das ist eine Heizwickel, die habe ich gemessen, 50 Ohm mal 230 Volt, das sind also über 1000 Watt, das funktioniert auch. Jetzt wieder zusammenbauen. Alles wieder eingebaut, zweimal durchgepumpt und jetzt hat's Wasser drin. Funktioniert wieder, super. Also eines ist gemacht, jetzt der Wackel noch. Da weiß ich nicht, ob ich was sehe oder einfach durch die Montage oder Demontage selbst behebe, das sehe ich dann. So, ich habe jetzt da diese Platine ausgebaut. Ich glaube, es liegt an der, vermutlich so ein Relais, das nicht schaltet. Denn ich klopfe immer hier drauf, so, ja, nicht allzu fest und dann plötzlich geht's. Das muss also irgendein Wackel sein. Ja, jetzt messe ich das mal alles aus. Hoffe, ich finde es. So, Lagebericht. Ich habe den Fehler gefunden, warum er manchmal läuft und manchmal nicht oder mit Schlagen. Da hat es einen Schalter, der funktioniert, der ist fürs Licht. Ihr seht, der stellt ab, aber da drin ist noch ein zweiter und der wird mit diesem Teil betätigt. Jetzt hat sich die Tür eigentlich verzogen, ganz leicht, und dann, wenn die nicht ganz zu ist, dann ja, betätigst du diesen Schalter nicht, das war alles. Jetzt habe ich die Tür wieder ein bisschen gerichtet und ist zum Glück nicht die Elektronik. Also, jetzt läuft's wieder. Der Dampfgarer-Streamer, der funktioniert auch. Habe ich schon zweimal Gemüse gemacht. Perfekt. Ja, so muss man sich selber helfen zu wissen. In Marokko, da, ja, repariert man auch alles, die Einheimischen auch. Was möglich ist, wird repariert und nicht gleich ersetzt. Ja, leider ist nur noch ein Pool vorhanden von dieser Quelle. Es fließt auch weniger Wasser, auch hier Landwirtschaft, sie nehmen ganz viel aus dem Boden, Grundwasser sinkt. Die Marokkaner lassen leider immer ihren Abfall da, diese Franzosen kamen gestern, die haben alles aufgeräumt, den ganzen Abfall, und dann kommt Wochenende und das gleiche wieder von vorne, und die Europäer, die räumen immer auf. So ist das leider. Gute vier Nächte war ich jetzt hier, hat gestanden, ein paar Dinge erledigt, Reparaturen, kleine, größere, also eben Mikrowelle vor allem, Fahrradschlauch, und jetzt geht es zurück nach Gulmin und dann werde ich weiterschauen. Ja, auf dem Hinweg habe ich mich ein bisschen verfahren, ich bin da ein bisschen im Kreis, nein, einfach, ja, falsche Brücke erwischt über diesen Wet, und diesmal gehe ich den besseren Weg. Der ist an manchen Stellen ziemlich ausgewaschen, wie hier zum Beispiel, da kann man nur langsam rüber. Also manchmal fragt man sich, wie diese Kamele hier überleben können von diesen vertrockneten Büschen. Aber sie sind überall und irgendwie schaffen sie es. Da unten gibt es auch, ja, fast einen See. Den sehen wir jetzt da. Hier ist nämlich der Wet-Übergang, um über den Fluss zu kommen. Und ihr seht, die Einheimischen holen hier sogar Wasser. Ich weiß nicht, ob sie das selber trinken oder für die Kamele. Hier als Fußgänger. Diesmal gehe ich einen anderen Weg raus, und dieses Stück, ich sag mal Wald, das steht schon lange, ist auch schön, aber sie haben überall angefangen, auch Landwirtschaft zu betreiben. Sie pumpen das Wasser hoch. Übrigens vor 50 Jahren und mehr war hier normale Landwirtschaft, da gab es noch mehr Wasser, leider jetzt nicht mehr. Jetzt holen sie es vom Untergrund. Von der Hauptstraße ziemlich vor, gerade vor Fask, fährt man da rechts weg und fährt dann da durch, dann dieser Plantage entlang, durch die Plantage. Achtung, hier ist ein bisschen sandig, fisch, fisch. Hier ist eine Solarwasserpumpstation. Früher haben sie das mit Gas gemacht. Solar ist viel günstiger. Ein bisschen durch den Dschungel. Ich habe
das letzte Mal bin ich vor 7 Jahren da durchgefahren. Ich hoffe, es ist alles noch für den Track passierbar. Ab jetzt ist wieder fast offenes Land und da vorne dann, da ist Fask und auch die Hauptstraße. An diesem Gebäude vorbei kommt Fask. Es kommt noch ein Wet, also ein Flusslauf zum Überqueren und dann kommt die Hauptstraße. Die ganze Piste bis zur Quelle etwa 20 Kilometer. Es gibt hier auch Sand, wie ihr seht. So, hier ist das Wet, französisch, arabisch, glaub Wadi und deutsch Flussbett. Ausgetrocknet natürlich. Dann geht's wieder hoch und da vorne kommt dann gleich die Hauptstraße. Die Schafe und Ziegen überleben hier irgendwie und werden dick oder eben, ja, nehmen zu, ist Wahnsinn, nur von diesem trockenen Zeug hier. Ethan, befindet sich das Ziel auf der rechten Seite? Ich bin einen Meerrippenriemen, Keilriemen am Suchen für einen neuen Freund hier in Gulmin und die Leute sind so hilfsbereit, jetzt fährt er mich durch die halbe Stadt. Und wir suchen diesen Riemen, ja, für eben diesen Freund. Jetzt haben die Läden aber noch zu, jetzt gehen wir schnell was essen und kommen dann wieder. Ja, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das nächste Video wird spannend. Von dieser Tour komme ich jetzt gerade zurück, nämlich am Black Blanche. Das war ja eine sehr, sehr große Herausforderung. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ja, also, dann wie immer Daumen hoch und bis bald.